MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo, willkommen zurück zu Incredible Adventure von uns zwei. Es ist schon mittendrin. Ja. Scheiße. Das sind auch diese respawnenden Gegner, wenn man das Spiel beendet, glaube ich. Das vielleicht bekomme ich jetzt ein... Ja, guck. Vielleicht bekomme ich mein Level up auch. Das war's jetzt mit der Folge. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Warum sammelt meine Olche denn hier nicht die Tränke ein? Eingestellt. Ist richtig. Warum kommen dann noch... Meine Spinnen locken sie doch nicht an. So, der da. Hey, you did it. I'm as good as my word. We will make that pesky curse disappear. That's mighty kind of you. Ja, das ist aber auch echt nett. Ja. Jemanden, den der er verflucht hat, wieder zu entfluchen, macht nicht jeder. So, kurz meinen, ne, und so. Hochmachen. Bisschen was muss ich auch in dieses Dexterity, glaube ich, reintun. Jetzt geht's ab. Ich hab letzte Level ab scheinbar nicht mitgekriegt. Ich hatte eben auch eins wohl, aber. Naja. Da kann ich jetzt Türme aufbauen. Uiuiui. Ja. So, ja. Kleines Jenga spielen. Bei mir sollte das so passen, glaube ich. Plus auch, weil ich da... Okay. Eine wird ein Suizidbomber, so. Ja, dann auf zur Höhle, wa? Ja. die Höhle des Awesomeness. Das ja. Incredible Höhle. The Incredible Höhle. The Incredible Höhle mit Alter, von diesen Gegnern. In anderen Spielen wäre da jetzt vielleicht ein, maximal zwei Wölfe rausgekommen. Hier kommt 20. Muss sich auch lohnen für die Wölfe, ne? So. Boom, mach irgendwas. Da ist auch einer zufällig was. Ach, wir sind Mana-Tränke, das ist super. Alter. Bin jetzt schon wieder überfordert. Bisschen. Spinne kämpft schon wieder weiter. Ja. Die denkt sich so, hier Pause. Nee. Ja, wir müssen den Leuten noch eine Show bieten. Ist der rote Punkt da auf der Karte, der mir angezeigt wird? Ich dachte eben, das wäre ein normaler Gegner, aber... So. Vielleicht hier einer von diesen Weißwölfen, diese Mini-Bosse. Oh, einer mit Aura. Oh, oh Gott.
Was war nochmal dieses Waffenwechsel? Ja. Ah, ja. Ich habe tatsächlich jetzt einen Game-Feuerwehrhelm bekommen. Das ist schön. Awesome. Endlich hast du ihn. Endlich habe ich meinen Traumberuf. Jetzt kann ich voll und ganz auf Feuerwehrmanns gehen. Kann der eigentlich? Ich ist ja eh scheißegal. Ich habe hier sonst noch eine Filter-Gesichtsmaske für dich. Ah, vielen Dank. Sehr hübsch aus. Weil die filtert auch. Die filtert richtig. Die filtert. Dinge, die ich bekomme, sind auch so übelster Schrott. Oh, ich habe einen Boni, den ich benutzen kann. Hat irgendjemand jetzt da hier in dem Spiel plus 10 LP bekommen? Das war ich dann. Ich hatte irgendwie mein Ei noch im Inventar. Okay. Weiß nicht, ob ich erweiterte Lebensdauer für meine Einheiten nehmen soll oder ob ich mir eine zweite Inventarseite hole. Ja. Wenn ich meinen Einheiten mal was. Ich bin ja nett. Ich könnte ein neues Boni wählen, aber das kann ich noch nicht. Also was heißt, das kann ich noch nicht. Ich kann auch nicht das wählen, was ich möchte, weil ich habe mich ein bisschen reingelesen in dieses Spiel auch. Oh? Weil ich auch tryhard bin. Ich mache wahrscheinlich trotzdem alles falsch, aber das macht ja nichts. Aiden. Wir haben ja einen der Vorausschauen-Skills und wir haben hier mich. Es geht und sich ärgert einfach. Der random irgendwelche Tasten beim Skillen drückt. Genau. Das hört sich gut an. Oh, das klingt geil, das nehme ich. Zwei Videos später, wow, warum habe ich das genommen? Irgendwie habe ich auch einen krassen Mana-Verbrauch gerade und ich weiß ehrlich gesagt nicht woher. Okay. Also ich weiß woher, aber irgendwie ist mir das letztes Mal nicht so drastisch aufgefallen. Wenn die Mana leechen, oder? Ich habe ja als Standardattacke eine Attacke, die Mana verbraucht, aber. Ah, okay. Irgendwie war das letztes Mal, als wir das gespielt haben, nicht so drastisch, meine ich. Jetzt schon kein Bock auf den Scheiß. Wieso jetzt? Weiß nicht, ich hab so ein Gefühl. Das ist doch voll toll. Was geht, es hält sich in Grenzen. Ja. Hält sich sehr stark in Grenzen. Ist jetzt auch ein bisschen Pussy hier. Schon echt langweilig. Da habe ich ja mit Schlimmerem gerechnet. Das ganze Bild voller Wölfe. Ich frag mich, wer sich die Mechanik auch ausgedacht hat.
Worte hauen ein Siegel an. Spawnt alles. Saßen irgendwie noch in ihrer Truppe zusammen. Ja, wir brauchen noch irgendwas für den Anfang. Irgendwie so etwas, was ein Zeichen setzt. Und dann kommt irgend so ein Dulli-Praktikant und denkt, ey, boah, ich hab voll die geile Idee. Packst du einfach einen Boss hin, der spawnt dann irgendwelche Siegel und aus denen spawnen einfach 5 Millionen Wölfe. Geil. Best Doch. Idea ever. Scheißegal, ob sie es nicht schaffen. Kommen sie halt nicht mehr weiter. Müssen sie halt mehr grinden. Weiß nicht. Da ist jemand eingefroren. Irgend hier. Ja, aber irgendwie, als wir das zu dritt gemacht haben, war hier mehr los. Bisschen mehr. Waren halt so 2-3 Wölfe, waren schon mehr zu sehen. So 200-300. Der Turm ist aber auch schon cool. Aber der stirbt voll schnell irgendwie. Ja, bei irgendwas ist er bekanntlich immer. Ja, kann ich alles haben. Dafür habe ich Suizidspinnen. Ach, das ist unser Big Boss wieder. Ripped out my heart. I was defending my pack. Instincts. You know how it goes. And your prisoner? We tried to save him. He was injured, so we took him in. Saved him? From who? The machine men from the city. They hunt us down to experiment on us. Take this man and go. Ich hab diesmal die Entscheidungskraft. Okay. I appreciate that. I'll leave you in peace. Uiuiui. Ja. Oh, grüne Stiefel. Hauptsache, ich krieg 3 gelbe Sachen. Mein erstes grünes Item. Das ist dann auch schon ein bisschen Cheat, auch bei dir. Ja, ja, finde ich aber auch. Danke, dass es schön ist. Da muss das Spiel wohl irgendwas kompensieren, auch bei dir. Ein wenig. Ich habe schwere Zeit momentan mit Spielen. Oh nee, weiße Gegenstände. Ja, ich habe noch einen Game-Umhang für dich. Ah, der macht weniger Schaden. Ich muss Damage. Schade. Damage. Sind hier ja, nicht noch mehr von diesen
lustigen Truhen sonst. Das ist eine alte Kiste, da ist eine alte Kiste, da ist eine Truhe. Alle Gegenstände, die ich bekommen habe, kann ich jetzt nicht tragen. Gelber Gravurring. Nee, das war's dann hier auch. An Kisten. Ich kann ja angeblich noch eine Leiche durchwühlen, aber darf ich doch nicht. Leichen durchwühlen. My backpack is full. Ich will wahrscheinlich die unnützeste Katharina haben, die es jemals auf einen dieser Server gegeben hat. Aber wenn sie in die Luft fliegt, dann stürzt der gesamte Server ab bei so viel Damage. My word, that was an incredible rescue hunter. And an entirely pointless one, so it seems. Don't say that. Good deeds are never pointless. Which means that you'll answer my questions, right? Certainly. But I must return to the village immediately. See you there. Okay. Da Gold liegen lassen. Mensch, ne? Höhle voller Pussys. Ist halt echt so.